Wie weit geht denn die Kamera? Entschuldige, weißt du, wie weit der Kamerabereich ist? Aber ich kann ihn ein bisschen verstellen. Nein, ich will nicht, dass ihr dauernd verstellen müsst, aber wie groß ist der statische Bereich? Von da bis zu dem Ding? Okay. Das passt. Dann renne ich da mal drum. Super. Danke sehr. So, grüß euch. Ich würde sagen, wir fangen dann an, weil die Zeit wird dann so und so zu knapp, erfahrungsgemäß. Schön, dass so viele Gesichter mir entgegenlachen. Mein Name ist Karl Voigt, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin ziemlich breit unterwegs, also man kann böserweise formulieren, ich komme hier ganz, ganz tief aus, aber dafür fast überall ein bisschen. Und ich würde jetzt gern dieses Jahr mal was anderes machen als Org-Mod. Das habe ich die letzten 3 Jahre gemacht, was natürlich weiterhin voll super Software ist und ihr müsst alle Org-Mod machen. Ich würde dieses Jahr gerne mal euch ein kleines Projekt von mir vorstellen, was ich die letzten Jahre gemacht habe, privat. Also das heißt, ich habe da jetzt nicht wahnsinnig große berufliche Erfahrung damit, sondern das betrifft jetzt mich persönlich, wo ich jede Menge Papier, das ich gehabt habe, also jeder kennt das, wenn man in sein Wohnzimmer reinschaut, Arbeitszimmer, was auch immer, da stehen jede Menge Ordner und man hat halt die alten Skripten vom Studium und von der Schule vielleicht noch Sachen. Das hat mich insofern gestört, weil erstens einmal in einer Wohnung verbraucht das relativ viel Platz und es nutzt mir nichts. Wenn ich das Papier eben nur anschaue, nutzt es gar nichts. Wenn man es nicht in die Hand nimmt, passiert nichts damit. Ich kann es nicht durchsuchen. Und deswegen bin ich irgendwann einmal auf die Idee gekommen, beziehungsweise ich wurde auf die Idee gestoßen über einen Umweg von meiner Forschungsarbeit im Bereich Personal Information Management. Das kann man ja auch digitalisieren. Und das habe ich gemacht und das würde ich euch gerne erzählen, wie meine Erfahrung da in dem Bereich ausgeschaut hat. Also, ganz klar, warum das Ganze? In dem Fall PDF-Dateien, wie ich zu PDF gekommen bin, das kommt dann später noch. PDF-Dateien sind besser als Papier insofern, weil ich kann mit den Informationen was anfangen, weil wenn ich in meiner Desktop-Suchmaschine einen Begriff reingib, habe ich sofort die Information und ich kann deswegen auch wieder Informationen wiederentdecken, wo ich schon längst vergessen habe, dass ich die Informationen überhaupt habe. Die Location, also der Platzverbrauch ist natürlich ausschlaggebend. Auf meinem Computer verbraucht das Ding quasi keinen physikalischen Platz, wohingegen in meinem Schrank braucht es sehr, sehr viel Platz. Und Backup. Von meinen Papiersachen kann ich schwer Backup machen und zusätzlich noch in einen Keller von meinen Eltern oder so lagern, falls irgendwo meine Wohnung einmal abbrennen sollte oder so. Mit digitalen Daten kann man das sehr wohl, die kann man so beliebig wie möglich vervielfältigen und an beliebigen Orten lagern. Psychologisch gibt es da ein paar sehr, sehr coole Effekte, wobei diese psychologischen Effekte waren für mich nicht am Anfang ausschlaggebend, sondern die habe ich dann erst im Laufe des Projekts zu schätzen gelernt. Es gibt nämlich offenbar sehr viele Dinge, die sind zu unwichtig, als dass ich sie weghaue. Zu wichtig für weghauen und zu unwichtig, dass ich mich tiefergehend damit beschäftige. Und wenn man was digitalisiert, ist es schön, weil dann kann man diese unwichtigen Sachen alle weghauen. Ich habe sie noch in digitaler Kopie und es stört mich nicht, dass ich das Papier entsorgen habe können. Und das ist der große Bereich von den ganzen Sachen, die ich da digitalisiert habe, habe ich entsorgt. Die meisten Sachen, die allermeisten Sachen, die ich digitalisiert habe, weiß ich, werde ich nie wieder brauchen. Nur das übliche Problem. Ich weiß nicht, was davon ich noch brauchen will und was nicht. Das kann ich nicht entscheiden. Und natürlich die psychologische Befriedigung, wenn mein begehbarer Wandschrank plötzlich tatsächlich wieder begehbar wird, das ist so ein herrliches Gefühl, wenn man noch 15 Mal zum Altpapier runterrennen mit Riesenkisten das ganze Zeug los worden ist. Das ist einfach eine schönere Lebensumgebung. So, was habe ich digitalisiert? Ich bin da ziemlich radikal vorgegangen, habe so gut wie alles digitalisiert, angefangen von FileOFX, das heißt so Terminplaner von meiner Schulzeit und von meinem Studium, da habe ich mich auf Papier organisiert,
bis hin, ich habe noch Sachen von der Schule gehabt, also nicht alles, aber halt keine Ahnung, die Matura habe ich zum Beispiel noch gehabt und Mathematikbücher und Schularbeitshefteln und so weiter. Ja, das brauche ich nicht länger, das habe ich halt einfach digitalisiert und entsorgt. Vom Studium habe ich gehabt 3 so Kisten mit Skripten, also ich habe noch zu einer Zeit studiert, da war quasi alles Papier, da hat es kaum etwas digital gegeben. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist, ob da sehr viel schon digital ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe halt noch sehr viel Mitschriften, Notizen, ausgeschriebene College-Blöcke gehabt. Also das war wirklich die größte Menge von den Dingen, die ich digitalisiert habe. Alle möglichen Notizen, was ich gemacht habe über die Jahre. Ich habe auch technische Bücher, die schon älter waren und die ich gelesen habe, digitalisiert. Ich habe etliche Bücher, also Trivialliteratur, Romane, Krimis, was auch immer, Science-Fiction-Literatur habe ich digitalisiert. Ganz cool, Bedienungsanleitungen habe ich digitalisiert. Das ist, wenn man die Bedienungsanleitung nicht online so und so in PDF-Form findet, für ältere Sachen voll super, wenn man das digital hat. Und dann habe ich sogar noch stellvertretend Magazine gemacht. Da habe ich nicht, also ich, zum Beispiel, da ist jetzt das CD abgebildet, aber ich habe sehr, sehr viele Magazine über die Jahre gelesen und da habe ich typischerweise eine Ausgabe pro Jahr habe ich gescannt und den Rest einfach so weggehauen. Und diese eine Ausgabe habe ich komplett gescannt und das war auch ziemlich cool, wenn man zum Beispiel ein Computermagazin Mitte der 90er mal wieder in den Händen hält und dann sich anschaut, wie bei den Werbungen der Hardwareherstellern, wo es da ein, keine Ahnung, 386er SX gekostet hat mit wahnsinnigen 1 Megabyte RAM und solche Sachen. Das ist schon lustig für sich. Genau, zeithistorische Dokumente. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit man eben so alte Magazine noch irgendwo online in irgendwelchen Archiven findet. Und bei Heise ist es so, dass wenn man die digitalen Formen hat, da gibt es ja diese CT-ROMs, hat es zumindest gegeben, weiß nicht, ob es die noch immer gibt, da fällt zum Beispiel alle Werbung. Was für mich aber durchaus auch einen Wert hat. Eben aus diesen Gründen, man schmunzelt halt, was damals für welche Hardware, welche Schweinepreise verursacht hat. So, beim Digitalisieren gibt es im Großen und Ganzen dann 3 Bereiche, die man dann einteilen muss. Also das ist die große Triage. Mein Zeitwecker nutzt mir nichts, wenn der sich dauernd auf schwarz schaltet. Aber okay, du sagst mir ja die Zeit. Super. Es gibt 3 große Haufen, die man dann machen muss, wenn man so ein Projekt beginnt. Der erste Haufen ist Dinge, die man wirklich nicht mehr brauchen kann, irgendwelche unnützen Sachen, die haut man gleich weg. Da beschäftigt man sich gar nicht mit der Digitalisierung. Das war aber bei mir, weil ich bin relativ pedantisch, der kleinste Haufen. Der größte Haufen ist das da, digitalisieren, Blödsinn, der größte Haufen ist, na, der ist so, passt da. Digitalisieren und dann entsorgen, habe ich schon erwähnt. Das heißt, ich lasse das Ganze durch meinen Scanner durch und dann landet es im Altpapier. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die sind halt einfach zu wichtig, als dass man die Originale weg hat. Irgendwelche Zeugnisse oder irgendwas, was einen sentimentalen Wert hat auf Papier, das gibt es ja natürlich auch. Solche Dinge, die tut man dann auch scannen und dann ablegen. Aber natürlich, wenn das da mehr ist wie das da drüben, dann hat das Ganze nur einen bedingten Sinn, hat auch Vorteile, aber ich habe halt geschaut, dass ich das Zeug loswerde, was halt nur geht. Also die 3 Haufen waren für mich sehr wichtig. Was natürlich klar ist, wenn man so viel Papier digitalisiert, dass man nur halt dann in digitalisierter Form hat und die Originale entsorgt, das absolut, absolut wichtigste, die wichtigste Voraussetzung ist das Backup. Das muss einfach hinhauen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich da Monate, zig Monate Arbeit investiere und die Originale alle entsorge und ein Jahr später, keine Ahnung, wird bei mir in der Wohnung eingebrochen und jemand fladert meinen Computer und meine Backup-Platten. Das ist natürlich Worst Case. Oder die Wohnung brennt ab oder irgendwas. Also das Backup, das muss einfach sitzen. Und da gibt es ganz einfache typische Regeln. Das Wichtigste ist,
tut es nicht nur das Backup testen, sondern tut es auch das Restore testen, weil Backup will keiner, aber im Notfall möchte man das Restore haben. Und ihr werdet überrascht, wie viele Berichte es im Internet gibt, wo Leute ein super ausgeklügeltes Backup-System haben und dann ist was passiert. Und wie die Daten weg waren, sind sie draufgekommen, ja, das Backup ist in irgendeiner Art und Weise aber unbrauchbar, sodass die Daten erst recht weg sind. Also bitte testet das Restore, das Wiederherstellen. Und dann gibt es die 3-2-1-Regel, mit der man dann auf der ganz sicheren Seite ist. Das heißt, mindestens 3 Kopien von jeder Datei, auf mindestens zwei verschiedenen Formaten, wobei ich persönlich bin da ein bisschen schlaksig. Ich glaube, die Regel kommt dann hauptsächlich aus der Zeit, wo man noch auf CDs und auf magnetische Sachen, also halt auf Magnetbänder und so weiter, gespeichert hat. Hat da irgendwer ein Handy verloren? Auf Magnet gespeichert hat, was halt recht unzuverlässig war, weil DVDs können natürlich also schon nach dem Brennen nicht mehr lesbar sein, sie können durch UV-Bestrahlung und so weiter kaputt werden und so weiter und so fort. In dem Sinne waren die zwei verschiedenen Formate, also Festplatte und Magnetbänder und so weiter und so fort, eine sehr wichtige Regel. Inzwischen ist es bei mir so, ich habe einfach meine Sachen nicht nur auf 3 Kopien, sondern auf 4 oder 5 Kopien, je nachdem wie man rechnet, aber das sind alles Festplatten. Und ich hoffe, dass 5 Festplatten nicht alle zugleich eingehen oder verloren gehen. Und ganz, bitte? Ich habe was für Festplatten ich dafür verwende. Also in meinem Arbeitsgerät da, das ist mein Linux-Notebook, mit dem tue ich ja, alles, was wirklich arbeiten ist, und da habe ich eine SSD drinnen. Daheim habe ich einen Mac, der hat die Systemsachen auf SSD und die Daten aber auf einer fetten 3 Terabyte externen Platten, das ist mein Hauptdingsbums. Ansonsten normale Festplatten, aber das ist in dem Fall für mich unerheblich, weil ich möchte auch nicht, also wenn eine SSD eingeht, möchte ich auch nicht Datenverlust haben. Also ich schaue immer, dass es. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, mindestens 2 verschiedene Festplattenformate, also SSD und herkömmliche Festplatten, das könnte man vielleicht sagen. Und die dritte Regel ist auch eine ganz, ganz wesentliche, mindestens eine Kopie nicht dort, wo der ganze Rest liegt. Wegen gestohlen werden, wegen Hochwasser, Feuer, was auch immer. Ja. Es gibt sehr viele Leute, die haben ein ausgeklügeltes Backup-System gehabt und dann ist die ganze Wohnung aus irgendeinem Grund halt leergeräumt worden, verbrannt oder sonst was und dann war erst recht alles weg, inklusive der 7 Backup-Stufen. Backup. Unabhängig von dem Digitalisierungsprojekt eine gute Idee. So, als nächstes muss man sich natürlich vor Augen halten, welches Dateiformat man als Ziel hernimmt. Ich muss sagen, ich habe mich da nicht besonders intensiv damit beschäftigt. Ich bin da relativ pragmatisch vorgegangen. Prinzipiell kommen aus so einem Scanner Bilddateien raus. Nur Bilddateien wie PNG oder TIFF, bitte keine JPEG, JPEG ausschließlich bitte für Fotos verwenden, für computergenerierte Sachen oder Fotoscans oder irgend sowas, aber für computergenerierte Sachen und das meiste, was man scannt, ist schwarz-weiß. Verwendet PNG oder TIFF oder irgend so ein Format. Das Problem dabei ist, man hat dann ein Bild von einer Seite mit Information drauf, aber nicht die Information, weil man muss das immer durch einen Menschen interpretieren, dass man von dem Bild auf die Information kommt. Deswegen ist OCR ganz wichtig und OCR steht für Optical Character Recognition, also Zeichenerkennung, wo dann quasi über dem Bild eine unsichtbare Ebene nur drüber gelegt wird, die der Computer wiederum lesen kann, wo die Buchstaben und Wörter computerdurchsuchbar und verwertbar zusätzlich gespeichert werden. Und da gibt es nach meiner kurzen Recherche im Prinzip 2 Formate. Das Déjà-vu-Format, das ist ein AT&T-offener Standard, das nach dem, was ich gelesen habe, ich habe es selber nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen, nach dem, was ich gelesen habe, sehr, sehr gut für diese Sache als Zielformat geeignet ist, weil es sehr optimiert ist auf kleine Dateien und gute, Komprimierung von dem Datenmaterial. Es hat sehr coole Features, wie man mit den fertigen Resultaten dann umgeht und so weiter. Das Problem ist, das kennt halt fast keiner. Wer hat von Déjà-vu schon mal gehört? Hand hoch.
Okay, Wahnsinn. Also ich bin jetzt wirklich, da waren jetzt vielleicht Viertel bis ein Drittel der Leute, haben das kennt, ich habe es nicht kennt. Aber das Problem ist, das kann man halt niemandem schicken. Wenn ich das meine Eltern schicke, muss ich einer vorher erklären, wie man so eine Software installiert, mit der man das anschauen kann. Yay, Sven. Und deswegen ist es halt leider Gottes unpraktisch aus meiner Sicht. Das, was halt wirklich jeder anzeigen kann, ist PDF. Es gibt genug freie Anzeigeprogramme und zur Not hat auch jeder Rechner in der Praxis einen Adobe Reader installiert. Ich verwende da Ocula vom KDE-Projekt, aber mit einem PDF-Format kann man kaum was falsch machen. Es ist hinreichend offen, es kommt natürlich von der Firma Adobe. ISO, ja, aber ursprünglich jetzt ist es ein ISO-Standard, ja. Sonst hätte ich nicht Open Standard hingeschrieben. Also der Ursprung ist die Firma Adobe, jetzt ist es ein ISO-Standard. Ah, auch schon zu Adobe-Zeiten offen, okay. Okay, also falls irgendwer von euch irgendeine Frage hat zu PDF, hier sitzt Mr. PDF, ja. Ich kann seine Vorträge euch nur ans Herz legen, es ist Wahnsinn. Letztes Jahr war ich das erste Mal in einem von seinen Vorträgen drinnen und der hat da Sachen aufgeführt mit PDFs, so optisch Unterschiede zwischen PDFs anzeigen und wenn es nur ein paar Pixel auf der Seite waren, so, also wirklich fantastische Möglichkeiten. Das habe ich nicht gewusst, dass man mit freier Software so coole Sachen mit PDF-Dateien machen kann. Ja. Bitte? JPEG ist einfach ein verlustbehaftetes Format. Das heißt, wenn ich irgendetwas in JPEG komprimiere, dann ist es zwar oft klein, aber ich verliere Informationen. Und dieses Kompressionsverfahren ist nur optimiert auf Fotos, also nichts, was computergeneriert ist, was typischerweise aus harten Übergängen ist. Und bei Schriftstücken haben wir immer harte Übergänge zwischen Schwarz und Weiß und klare Kanten und so weiter. JPEG ist optimiert auf so Farbverläufe und so quasi fraktale Muster, wenn man das so sagen darf und so. Also JPEG ausschließlich für Fotografien verwenden. Für alles andere ist es, über salopp gesprochen, einfach eine sehr blöde Idee. Ich habe keine Ahnung, was die Vatikanische Bibliothek für ein Rohformat verwendet. Ich nehme an, also ich glaube, im Profibereich ist für Scannen oft TIFF das Format der Wahl, aber so weit kenne ich mich nicht aus. Gut, also Zielformat, ich habe PDF hergenommen. So, dann habe ich mir natürlich als nächstes angeschaut, wie schaut es aus mit Linux. Ich arbeite hauptsächlich, also wenn ich arbeite, arbeite ich hauptsächlich auf Linux. Ich habe daheim auch noch einen alten Mac-Rechner, also einen Apple-Rechner um mich herum stehen. Und privat tue ich mir Windows sicher nicht an. Insofern war halt für mich die Ausgangsbasis, ich würde das Ganze gern mit Linux machen. Vor allem auch, weil dann habe ich halt die Sicherheit, dass wenn irgendeine Firma eingeht oder so, mein ganzer Prozess nicht gefährdet ist. Die typischen Vorteile von Open Source natürlich. Und ich muss gleich dazu sagen, ich habe mir das Ganze im November 2009 angeschaut. Alles, was seitdem an Fortschritt da ist, habe ich mir jetzt nicht noch einmal angeschaut, weil seit November, habe ich September gesagt, seit November, und alles, was seit November 2009 ist, habe ich mir nicht angeschaut, weil ich einfach seit da angefangen habe, meine ganzen Sachen zu digitalisieren. Das hat soweit funktioniert. Ich sage euch natürlich, was ich gemacht habe, aber das war damals meine Erfahrung mit Linux. Scannen tut man unter Linux typischerweise mit dem Zane-Projekt für Scanning irgendwas Now Easy. Wofür steht das A? Weiß ich nicht mehr. Dann gibt es ein paar Tools, die im Bereich von so einem Projekt eine Rolle spielen. Ich habe mir sagen lassen, habe selber nicht ausprobiert, dass ExactImage ein sehr, sehr guter Postprozessor ist, also von dem reinen Scan-Bild kann man noch optimieren, indem man so Sachen macht wie Scan-Kleinigkeiten herausfiltern, das heißt die Kontraste erhöhen oder irgendwelche, keine Ahnung, Fettflecken außerfüttern oder so. Das soll das Ding da ganz gut kennen. Und dann gibt es eine Reihe von Bilderkennungstools und die drei da habe ich mir halt genauer angeschaut, das Octopus, das Tesseract und das Cuneiform.
Und denen ist gemein, soweit ich mich erinnere, dass die alle in diesem offenen Format die Scanner, also die Zeichenerkennungsergebnisse abspeichern, in diesem Hockr-Format. Und dann kann man halt mit so Tools wie das Hockr2PDF das Image mit dem Hockr-Daten zu einem sogenannten Sandwich-PDF verarbeiten, was halt dann das Bild gemeinsam mit dieser unsichtbaren Ebene, mit den Buchstaben kombiniert. Und das ist dieses Sandwich-PDF, das ist das gewünschte Zielformat. Wenn ich einen Blödsinn sage, bitte korrigiere mich, weil ich kenne mich da nicht wirklich gut aus. Leider Gottes habe ich da sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Ganzen unter Linux. Was ich nur erwähnen wollte, andere Leute haben gute Erfahrung laut ihren Kommentaren mit eben Scan-ADF und Image Magic Convert und so weiter gemacht in dem ganzen Prozess. Das habe ich damals nicht ausprobiert. Ich habe halt einfach dieses OCR zuerst einmal sehr ausgiebig getestet für mich, damit ich weiß, ob das überhaupt funktioniert. Und ich bin dann darauf gekommen, dass zu 100% bei meinen Versuchen einfach das Bild nicht mit dieser unsichtbaren Ebene der Buchstaben übereingestimmt hat. Das hat damit zusammengehängt, dass das Layout nicht dasselbe war und das hat damit zusammengehängt, dass so Sachen wie die Schriftgrößen unterschiedlich waren. Also wenn ihr eine komplette A4-Seite mit Text gehabt habt, hat sein können, dass halt diese A4-Seite mit Text erkannt nur, was weiß ich, ein Zehntel im linken oberen Eck drin pickt ist mit einer Minischrift. Das ist aus meiner Sicht eine Katastrophe, weil ich habe dadurch das Problem, ich kann zwar danach suchen, ja, aber das Suchergebnis wird mir komplett falsch wo angezeigt und ich kann auch nicht Copy-Paste machen, weil wenn ich das Wort rechts unten markieren will, dann muss ich links oben in der unsichtbaren Ebene so lange mal dumm markieren, bis ich das Richtige, also nein, das war für mich unbrauchbar schlecht. Was ich auch noch gefunden habe, ist, dass in sehr häufigen Fällen einfach das OCR mit einer internen Fehlermeldung oder ein Core-Dump oder sowas abgebrochen ist. Also wenn ich vorhabe, tausende von Dokumenten zu scannen, ist ein No-Go. Noch dazu ist bei diesen Tools damals es so gewesen, ich hoffe, Sie haben dazugelernt, aber damals war es so, dass auch die Erkennungsqualität von der Zeichenerkennung relativ schlecht ist. Also für einen guten Zeichenerkenner würde man so gehen in Richtung 98-99%, der ist gut. Und ich habe es nicht ausgerechnet, aber gefühlt waren das sicher nicht mehr wie 85%. Also sehr viele Buchstaben und Zahlen sind einfach falsch erkannt worden. Das habe ich sehr schade gefunden und für mein Projekt war das einfach keine Voraussetzung, weil wenn ich das einmal mache, dann mache ich es nur einmal, weil ich habe vor, das meiste zu entsorgen und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, später mit einem besseren Algorithmus das Ganze zu wiederholen. Wenn, dann muss es beim ersten Mal passen. Zumindest in einem gewissen Level von Qualität, das ich mir vorstelle. So, als nächstes habe ich mich dann auf dem Sektor der Hardware umgesehen und da habe ich halt sehr viele Testberichte gelesen und das, was ich wollte, ist ein Duplex-Scan. Duplex heißt einfach Vorder- und Rückseite gleichzeitig. Das gibt es für Scannen genauso wie fürs Drucken. Und habe mir dann einen HP OfficeJet Pro 8500A Plus gekauft. Der hat 250 Euro gekostet, wurde in den Kritiken hauptsächlich natürlich als Drucker bewertet. Das ist bei den meisten Kombigeräten so, die gingen alle auf die Druckfunktion. Und da war er super, er hat sehr billige Seitenpreise gehabt. Und zwar so billig, dass es im Bereich von den Laserdruckern war. Und das ist für einen Tintenspucker erstaunlich. Er hat auch für normalen Text, also jetzt nicht mit bunte Sachen so wie da, aber für normalen Text, Briefe und so weiter, hat er auch fast so schnell gedruckt wie ein Laserdrucker. War wirklich erstaunlich. Hat Full-Duplex-Scan und Print gehabt, also da oben, man sieht es vielleicht ein bisschen schlecht, da ist so eine Scanner-Einheit, kann man also aufklappen wie ein Kopierer, aber man kann da oben was reinlegen und dieser Einzelblatteinzug, der ist auch duplexfähig, also der zieht da Seiten ein, scannt sie, dreht die Seiten um, zieht es nochmal durch und wirft es dann da unten aus. So die Theorie. Die Praxis hat dann so ausgeschaut, dass diese, also ADF steht für Automatic Document Feeder,
also Einzelblatteinzug auf Deutsch, war sehr langsam. Er hat sich fürchterlich grauslich angeguckt, er hat sich fast so angeguckt wie ein Shredder. Und in der Praxis war es auch oft so. Nur, dass die Fetzen ein bisschen größer waren. Also er hat auch nicht als Shredder getaugt. Das Ding war einfach wirklich schlecht. Es hat prinzipiell funktioniert, ja. Aber wenn etwas, keine Ahnung, in 90% der Fällen funktioniert, in 10% der Fällen ist die Seite zerrissen oder man muss irgendwo auszahlen und beim Auszahlen zerreißt man es selber. Sie muss perfekt glatt sein, da darf vorher kein Eselsohr drin gewesen sein und gerade beim Duplex, also vielleicht noch beim einseitigen Durchziehen, da hat er relativ gut funktioniert. Nicht perfekt, aber relativ gut. Aber sobald man die Duplex-Funktion verwendet hat, also Einseiten reinziehen, dann ist das Ganze zurückgegangen, hat es umgedreht und noch einmal eingezogen. Wow! Und langsam. Eine Vorder- und Rückseite, ich weiß nicht, ich habe es nicht gestoppt, ja, aber 10 Sekunden pro Seite mindestens, das ist jetzt optimistisch geschätzt, also eher 15 Sekunden pro Seite mit Umdrehen und so weiter und dann noch einmal, also das ist keine Geschwindigkeit. Und die Software von HP, natürlich, das geht alles auf HP-Software, die Software von HP, da gibt es keine Linux-Software, ja? Ich habe das Ganze dann unter meinem Mac gemacht. Ja? Die HP-Software für den Mac war zwar prinzipiell okay, aber für den Prozess, was ich vorgehabt habe, habe ich sehr viel manuell machen müssen. Man hat manuell die Ausrichtung ändern müssen, ja, 90 Grad drehen. Man hat manuell erkennen müssen, wann eine Seite leer ist, die gescannt wurde. Man hat Fehleinzüge hat es nicht automatisch erkannt. Das heißt, man hat dann die Fehleinzüge im PDF gehabt und so weiter. Also, war gut gemeint, aber von HP hätte ich mal was Besseres gemeint. Übrigens, der Link da oben ist auch bei der Webseite von dem Vortrag, ist exakt der Inhalt von dem Talk. Also wenn ihr einen besseren Vortrag habt, geht's. Ich habe da alles in den Blogbeitrag von mir beschrieben. Das heißt, da habt ihr alle Links drinnen, da habt ihr den ganzen Inhalt nochmal. Wenn ihr irgendwas wollt, ein Link zu den Testberichten von den Dingen und so weiter, ist alles in meinem Blogbeitrag. Also ihr müsst es nicht unbedingt mitschreiben. Also der HP-Scanner war zwar ein recht guter Tintenspucker-Drucker für kleine Office-Geschichten vielleicht, ansonsten würde ich trotzdem wieder einen Laserdrucker nehmen, aber für Scannen, deswegen, ich habe von dem Ding schon vorher gelesen, das ist nur ein Dokumentenscanner. Ein Dokumentenscanner mit Einzelblatteinzug, mehr kann das nicht und kostet das Doppelte von den HP, oder hat damals das doppelte Kost von den HP Multifunktionsding mit Drucker und Fax und WLAN und was der Teufel hat. Deswegen habe ich mir das nicht am Anfang überlegt, weil 500 € nur für einen Scanner, wenn ich um 250 ein Multifunktionsgerät mit Duplex-Druck und Duplex-Scan kriege, HP viel besser. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt, der HP war für einen, schon wissen. Ich habe mir dann diesen Fujitsu ScanSnap 1500M hergenommen. Das M steht für Mac, weil ich ja das unter Mac OS 10 verwendet habe. Das ist einfach nur, damals war es nur so, dass man bei einem Gerät die Windows-Software dazugekriegt hat und beim anderen die Mac-Software. Inzwischen haben sie das aufgegeben und da ist beide Software beim selben Gerät dabei. Das gibt es auch nicht mehr. Die aktuellen Modelle ist der iX500, das ist das Nachfolgegerät von dem da und der iX100 ist so ein kleiner mobiler mit WLAN und was der Teufel was, hat auch sehr gute Kritiken, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich glaube für kleine Geschichten war der ganz cool. Er ist billiger und natürlich portabel, braucht viel weniger Platz, aber der ist trotzdem um etliches besser. Das Ding ist die Hölle. Für Scannen ist es wirklich ein extrem feines Ding. Das schafft 40 Seiten pro Minute im Duplex. Also das hat zwei Scanner-Einheiten übereinander und das Papier wird nur einmal durchgezogen und vorn und hinten gleichzeitig gescannt. Insofern doppelter Wert für Simplex und Duplex. Die Software ist sehr intelligent gemacht. Sie erkennt sehr viele Dinge automatisch und das ist für so ein Projekt Gold wert.
Es erkennt automatisch die Seitengröße. Also das kennt ein von so Rechnungen auf quasi Klopapier bis hin zu Postkarton A4 oder noch größer. Es kennt das ohne Murren, erkennt automatisch die Größe und macht nicht bei so einer Rechnung so eine Seite, wo dann in der Mitte die Rechnung oben ist, wie zum Beispiel der HP das gemacht hat. Also ungefähr von Visitenkartenformat bis A3-Größe, wobei A3-Größe ist gemeint mit zusammengeklappt, durchgescannt. Ja. Also es ist größer wie A4. Dummerweise bin ich drauf gekommen, intern verwendet die Software und da bin ich, es ist so schade, intern verwendet das Ding nämlich JPEGs. Fällt zwar in den meisten Fällen nicht auf, weil es relativ hoch aufgelöst ist, so nehme ich an, aber ich erkenne das im Endformat. Also wenn man eines scannt in ein Scannergebnis, sieht man dann halt auf den Buchstabenrändern die typischen Artefakte. 15 Minuten, danke. Ja. Wegen der Linux-Kompatibilität habe ich keine Probleme gehabt, weil ich habe auf Linux geschissen. Entschuldigung, die harte Sprache, aber unter Linux hätte ich dieselben Tools verwenden müssen, die ich zuerst vorgestellt habe. Also da gibt es keine Fujitsu ScanSnap-Funktion. Deswegen mit den Scan-Ergebnissen, das war unmöglich. Leider. Das heißt, ich habe das, auf was ich mich da beziehe, das ist alles Fujitsu ScanSnap S1500M Mac-Software. Aus. Nichts anderes. Es gibt vordefinierte Profile, die man bei der Software machen kann. Das heißt, man kann sich ein Profil definieren auf hochaufgelöst, Bilder, Duplex. Ja, nicht korrigieren im Sinne von drehen und so weiter. Man kann ein anderes Ding machen, ein Profil für Rechnungen. Ich tue so einen Stapel Rechnungen ein und jedes Blatt ist dann eine einzelne PDF-Datei als Ergebnis und so weiter und so fort. Das ist sehr flexibel, sehr fein, gut durchdacht. Die Typen wissen, was geht. Also die Typen von HP haben zwar im Prinzip ihre Funktionen irgendwie zum Benutzer gebracht, aber offensichtlich hat das keiner verwendet oder es wurde irgendwie auf Usability oder auf User Experience geschaut. Ich sage nicht, dass das perfekt ist, ich sage nur, die wissen wenigstens um einen Prozess Bescheid. Automatic Dequeue, also das Ding tut da entzerren, also entzerren. Wenn irgendwas schief eingescannt wird, also nicht gerade, sondern ein bisschen schief, tut es das automatisch gerade richten, was natürlich perfekt ist, wenn man nachher OCR drüber laufen lässt. Das Ding tut automatisch die Ausrichtung erkennen. Zu, würde ich mal sagen, 98%, wenn es da Seiten da quer eingibst, Schrift so, tut er das erkennen, dass das gerade Draht kehrt. Oder wenn was ganz verkehrt ist, dass es dann wieder um 180 Grad dreht. Vollautomatisch, muss ich nichts machen. Automatic Color Detection, das heißt, das Ding merkt, wenn ich halt eine Schwarz-Weiß-Seiten eingib, dass dann nur Schwarz-Weiß-Daten oder Graustufendaten abgespeichert wird. Und wenn auf der Seite ein Farbfoto ist, dann switcht er um und tut diese eine Seite mit Farbinformationen abspeichern. Wirklich super. Beim HP habe ich gesagt, ja, der nächste Scan ist rein Farbe und der hat alles durchgezogen mit Farbe. Und wenn es nur Graustufen waren, dann war es halt auch in Farbe abgespeichert. Das heißt, die Funktion ist also recht praktisch, wenn man kleine Dokumente rauskriegen will. Die mitgelieferte OCR-Software ist Abbey Fine Reader, aber voll integriert. Das heißt, man kann es nicht extra verwenden. Also man kann nur Abbey Fine Reader dann für diese Scanner-Ergebnisse, aber nicht für beliebige andere PDF-Dokumente oder so verwenden. Ich glaube, ich habe einmal einen Schmäh herausgefunden, wie ich das überliste, aber kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Weil meistens kommt das Ding eh über das da einer. Also das Ding ist teuer, aber wenn ihr irgendwas in die Richtung vorhabt oder wenn ihr eine Firma habt, wo ihr dann auf die nächsten 5-10 Jahre alles scannen wollt, ich finde, der Mehrpreis zahlt sich aus. Für kleinere Sachen, was weiß ich, 5 Scans im Monat oder so, wird es wahrscheinlich ein bisschen zu teuer sein, eventuell, dass sich das da auszahlt, aber ja, ihr müsst es dann selber abschätzen. 380 Euro, der X500, oh cool, das ist dann runtergegangen, massiv. Also ich habe nur 500 Euro gezahlt 2009. Für Fotos ist der Scanner nur sehr, sehr bedingt geeignet, weil er ein Durchzugscanner ist und jetzt hast du bei Fotos manchmal ganz feine Striche drinnen. Bei normalen Dokumenten fällt das nicht wirklich auf.
Also könnt ihr nicht sagen. Außer es ist, du hast was Dreckiges vorher gescannt, dann musst du es putzen, weil sonst kriegst du wieder die Striche rein. Aber bei Fotos fallen die Linien und seien sie noch so klar ziemlich auf. Also ich würde Fotos eher mit einem Flachbettscanner scannen. Aber zu dem komme ich eher noch. Da war noch irgendeine Frage. Zielformat kann man sich da aussuchen. Da ist ein Sandwich-PDF, ja, man kann sich alles aussuchen. Also JPEG, PNG, TIFF, was auch immer. Also ich habe, wenn ich reine Bilder scanne, dann habe ich halt JPEG, weil der Scanner hat intern JPEG, jetzt ist schon wurscht. Und für Dokumente habe ich meine PDFs. Bitte. Die Kompressionsgrade und so weiter kann man alles in den Profilen frei wählen. Weiß ich nicht, ob man JPEG 2 wählen kann, sorry. Da kennst du zu gut aus. Weißt du, die Profile habe ich mir 2009 einmal eingestellt und dann ist das Ding eigentlich ganz gut gerannt. Bitte. Was habe ich da? Einen Buchscanner? Nein, aber dazu komme ich gleich. Dazu komme ich gleich. So. Also, das ist mein Scanner, mit dem habe ich gemacht, Einzelblatteinzug. Das ist die Antwort auf die Frage, was mache ich mit Büchern? Die werden sippel-sappel zerschnitten. Ich habe natürlich die Notwendigkeit, dass ich einzelne Blätter habe für einen Einzelblatteinzug. Deswegen muss man das Papier vorbereiten. Also für sehr viele Sachen braucht man die, ich weiß nicht, ich habe das kennengelernt unter die Schwiegermutter. Das ist einfach so eine Beißzange, mit der man diese Heftklammern aus Dokumenten rauskriegt. Also so ein Ding braucht man, kostet, weiß nicht, 2 Euro oder irgendwas, keine Ahnung. Das braucht man für Dokumente, die geheftet sind. Und Bücher wurden halt dann entsprechend geköpft. Da gehe ich in meinen Blog-Eintrag ein bisschen genauer drauf rein. Ich muss jetzt auf die Zeit schauen ein bisschen. Ja, Paperclips natürlich und Staples, also diese Büroklammern muss man natürlich auch rausgeben. Und bei so einem Projekt ist das blöd, weil wenn man so einen Stapel und da, ich kann zig Seiten in den Scanner rein, drücke aufs Knöpfchen und gehe essen oder so. Wenn ich zurückkomme, ist das ganze PDF fertig. So stabil ist das. Was ich noch vergessen habe, das hätte ich auf die Folie schreiben sollen, der Scanner hat eine perfekte Erkennung von Fehleinzügen. Der hat mehrere Systeme, der arbeitet mit optischen Sachen, mit Ultraschall, mit was weiß ich noch. Wenn es einen Fehleinzug gibt, sprich zwei Seiten zugleich oder mehrere Seiten zugleich oder eine zweite Seite rutscht hinten nach oder so, der merkt es. Und zwar wirklich perfekt, ich kann sagen zu 100%. Ich habe in meinem Leben noch keinen Fehleinzug erlebt, dass das Ding nicht erkannt hätte. Wirklich gut, beeindruckend, wirklich beeindruckend. Beim HB, der hat das durchgezogen und wenn es so lang durchgegangen ist, ist das ja egal gewesen. Gib ihm. So, ja, Bücher habe ich zerschnitten. Da kommt halt dann das Thema rein, also wenn man Bücher zerschneidet, das ist halt destruktive Digitalisierung, wohingegen andere Dokumente ist halt non-destructive, also die kann man dann nachher halt auch noch gescheit verwenden. Wer will, kann nachher die Bücher dann wieder zusammenleimen. Habe ich mir ehrlich gesagt für ein paar Bücher überlegt. War ein netter Versuch. Mein Vater hat Buchbinder und Setzer gelernt, also da könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen Wissen abzwacken von ihm. Bücher, die man scannen möchte, findet man entweder so und so als PDF oder man kauft sie noch einmal als PDF oder sonst irgendwie oder man macht das da. Ihr seht, das sind relativ alte Sachen, die kriegt man teilweise gar nicht mehr. Also das Anwender-Linux-Handbuch, das war, damit habe ich in den 90er mit Linux angefangen, das war super. Da habe ich von meinem Taschenrechner HP48 das Manual und so weiter. Bitte? Genau, genau. Ja. Ja, nein, also Buchscanner ist eine ganz andere Liga. Das ist ein Privatprojekt. Ich könnte mir nie einen Buchscanner leisten. Ich rechne damit wahrscheinlich mindestens 1500 bis keine Ahnung wie viel Euro. Also wenn, dann würde ich eher das in Auftrag geben oder, ich unterrichte auf der FH St. Pölten, da steht in der Bibliothek ein Buchscanner, das ist ein Rapid Eye 4 oder sowas,
soweit ich das beobachten konnte, ich habe ihn leider Gottes noch nicht selber ausprobiert, funktioniert das sehr gut. Also man muss zwar selber umblättern und mit dem Finger die Seiten halten, aber der Finger wird wegretuschiert. Voll cool. Ja. Es gibt ja einige Do-it-yourself-Projekte. Ja, komm ich auch dazu, beziehungsweise ich habe es verlinkt in mein Artikel. Ja, mit einer Glasplatte. Es gibt sehr, sehr viele Projekte. Für diese Do-it-yourself-Bookscanner, das ist ein eigener Vortrag, da werde ich nicht darauf eingehen, weil da gibt es so viele Bauformen und Do-it-yourself-Projekte mit Digitalkameras, mit professionellen Sachen, mit zerlegten Scannern, die man dann drüber schickt und so weiter und so fort. Habe ich nicht gemacht, kenne ich mich nicht aus, bitte selber recherchieren, ich habe da keine Erfahrung damit. Aber der eine Do-it-yourself-Scanner, den ein Google-Mitarbeiter gemacht hat, der war vielleicht was, weil der hat das dann echt cool gemacht mit Ansaugen und so weiter über einen alten Staubsauger, der Seiten zum Umblättern, also der geht vollautomatisch, der plaudert da um, das ist super zum Zuschauen. So, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit drücken. Almost done gilt auch für den Vortrag, jetzt komme ich eh schon zum Ende. My current status, almost done, bedeutet, ich bin zu 99,7% fertig mit dem Ganzen. Das Einzige, was bei mir noch über ist, sind irgendwelche Sachen, die natürlich extrem blöd zum Scannen ist, die halt zusammenpickt sind oder was auch immer, die ich zuerst manuell zerschneiden muss, und aber komische Formate, das ist nur mehr... Ja, ungefähr so ein Stapel, und den habe ich, glaube ich, seit 1,5 Jahren. Ich war zu faul. Ich muss mich irgendwann einmal ein Wochenende überwinden, dass ich mich dazu setze. Und, offenes Thema, ist auch schon gefallen, analoge Fotografien. Habe ich probiert mit dem Scanner, gefällt mir nicht das Ergebnis. Da brauche ich irgendeine Lösung mit einem Flachbettscanner. Aber das ist halt manueller Aufwand. Bitte. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich in das Projekt investiert habe, aber viel. Aber wobei, man muss das relativieren. Ja? Die meiste Zeit habe ich nichts machen müssen dafür. Also ich habe immer die Seiten vorbereiten müssen und in den Dokumentfeeder einstecken. Ab dem Tastendruck ist fast alles komplett allein gegangen bis zum fertigen PDF. Zeit. Also das Ding hat halt dann brav durchgezogen, bis zu 40 Seiten in der Minute generiert. Und ich habe einfach immer nachschieben müssen, und dann, das was ich halt machen habe müssen, ist Dateien benennen und so weiter. Ja, aber ansonsten ist das alles automatisch gegangen. Ich habe noch, das ist glaube ich die letzte Folie, ein paar Lessons learned. Lernt aus anderer Leute Fehler, kauft euch nicht irgendeinen depperten Einzelblatt-Einzugs-Scanner und so wie ich und glaubt, dass das perfekt arbeitet, also glaubt nicht der Werbung. Wenn ihr vorhabt, so viel zu scannen wie ich, also ich habe ungefähr 40.000, 45.000 Seiten mit dem Ding da prozessiert. Also ich weiß nicht, wie viele Dokumente das sind, ich habe einmal einfach mit einem coolen Skript von dir alle Seiten, alle PDFs ausgesucht und deren Seiten ausgelesen, und das ist dann ungefähr die Zahl gewesen, die rausgekommen ist. Also es war viel. Deswegen die Methode, so einfach deppensicher sein. Weil wenn viel manueller Aufwand drin ist, dann verliert es die Freiheit. Entweder gleich am Anfang oder irgendwann mittendrin ist umso schader, wenn ihr das nicht fertig schafft. Vielleicht mit irgendwelchen einfachen Sachen beginnen, wo man halt rasch einen Erfolg sieht. Das hebt dann die Motivation fürs restliche Projekt. Ein guter Tipp ist auch, wenn Sie irgendwas bereits gescannt habt, markiert es das. Also ich persönlich habe einfach auf der ersten Seite von einem Stapel, den ich schon gescannt habe, einen kleinen Punkt rechts oben aufgetan, damit ich weiß, okay, das muss jetzt in irgendeinem PDF so sein und brauche ich nicht mehr, kann ich weghauen oder das sollte ich ablegen. Markiert es irgendwie. Ist eine Kleinigkeit, aber ist nicht zu verachten. Get yourself a decent file management method. Natürlich, Dokument1.pdf skaliert nicht. Das heißt, ihr solltet euch ein gewisses Konzept überlegen, ob die Benennung, die ihr jetzt habt, ausreichend ist für, keine Ahnung, 20.000, 30.000 zusätzliche Dokumente. Ich persönlich habe meine Methode da beschrieben, das heißt zwar da Digital Photographs, weil ich es auf dem Beispiel aufgehängt habe, aber es gilt ganz genau eins zu eins für dieses Projekt genauso. Ich fange immer an mit Datestamps bzw. Timestamps,
mit einem aussagekräftigen Dateinamen und zum Schluss sogar noch optional ein paar Tags. Und ich habe da etliche Tools geschrieben in Python, die das Leben erleichtern, wenn man mit dieser Methode arbeiten. Eventuell werde ich nächstes Jahr auf die Grazer Linux-Tage einen Vortrag über diese Methode halten. Letztes Wochenende habe ich nämlich die Methode am Barcamp vorgestellt, aber ja, heute ist es nicht ausgegangen. Ich habe heute eh 3 Vorträge und am 4. haben sie offensichtlich nicht akzeptiert. Block Your Experience, ich habe, der Url war vorher schon da, der Url ist auch hier enthalten, also wer ganz, ganz dringend nachlesen will, was ich euch erzählen will oder irgendwelche Links besuchen will, hinter dem Url versteckt sich mein ausführlicher Blogartikel, wo ich alles beschrieben habe. Ihr solltet von meiner Erfahrung da alles abkupfern können, was ihr wollt. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen macht in dem Bereich, bitte tut es auch veröffentlichen. Das hilft immer anderen Leuten, so wie mir, die am Anfang stehen von so einem Projekt, dass man gewisse Fehler nicht mehr selber machen muss. So, Fragen, bitte. Ich habe die PDFs insofern verschlagwortet, dass ich sie in Dateinamen verschlagwortet habe, aber nicht in Metadaten. Ich habe auf PDF-Metadaten verzichtet. Ich verzichte auf File-Format-spezifische Metadaten generell, weil ich möchte sie nämlich in einem Interface haben. Ich kann sie schon durchsuchen mit meiner Desktop-Suchmaschine, kann ich die PDFs durchsuchen. Aber nicht auf, was weiß ich, generated by, on oder so irgendwas. Ja, also ich habe mir entschieden, dass ich die Metadaten nicht irgendwo drinnen haben will, sondern ich möchte sie explizit im Dateiformat haben, weil dann, ich habe andere Systeme, die meine Dateinamen interpretieren und die profitieren davon. Ah, bitte, da war eine Frage. Bücher zerschneiden, ja. Sofern das nicht das Format DIN A4 überschritten hat, warum nicht die Bücher wieder haptisch aufhalten wollen? Warum nicht durchlochen den Ordner? Man kann natürlich die zerschnittenen Buchseiten durchlöchern und in einen Ordner, aber das habe ich mir bis jetzt nicht angetan. Ich habe von ein paar Büchern, wo ich mir gedacht habe, die habe ich noch im zerschnittenen Zustand aufbehalten. Ich muss mir überlegen, ob ich sie wieder zusammenleime. Es sollte nicht so viel Aufwand sein, die wieder zusammenzuleimen. Oder ich haue es einfach irgendwann einmal tatsächlich komplett weg. Bücher zerschneiden hat auch mir wehgetan, aber das ist überraschend gut gegangen. Also ich habe ausprobiert Stichsäge, ich habe ausprobiert Kreissäge, da muss allerdings das Blatt dünn sein. Und für kleinere Geschichten natürlich der Klassiker mit Stanley-Messer auf einer harten Unterlage. Für kleine Geschichten ist das okay, aber für so andere möchte man halt, ja. Mit härteren Maßnahmen. Bitte. Die meisten Copyshops haben Schlagschere. Ja, okay, ja, stimmt. Guter Einwand, Copyshops und Druckereien und Sätze und so weiter haben Schlagscheren. Da kann man hingehen und wenn man denen eine Kleinigkeit zahlt, dann kann man auch hinten abtrennen lassen. Für mich war das einfach nur zu viel Aufwand, weil das, was ich gescannt habe, das war so viel. Da hätte ich sehr viel wohin transportieren müssen und wieder zurück. Papier ist schwer. Ich habe mir das einfach erspart und mein damaliger Schwiegervater in Spe hat eine Tischlerei gehabt. Bitte. Wie funktioniert das mit Durchsuchen? Gute Frage. Also einerseits kann ich natürlich die PDF-Datei, wenn ich weiß, in der Datei ist es, kann ich sie im PDF-Betrachter aufmachen und dann mit der ganz normalen PDF-Betrachter-Suchfunktion drin suchen. Oder man verwendet eine Desktop-Suchmaschine, die indiziert automatisch alle durchsuchbaren Dokumente auf der Festplatte. In meinem Fall da noch, ist es noch Mac OS 10. Das hat eine eingebaute Suchmaschine, die nennt sich Spotlight und die funktioniert hinreichend gut. Unter Linux gibt es auch ein paar Desktop-Suchmaschinen. Nein, der durchsucht den Inhalt. Also jedes Wort, wenn ich was weiß ich, irgendein Begriff aus der Elektrotechnik in meine Desktop-Suchmaschine eingibt, finde ich jetzt die Bücher von meinem Studium, wo ich darüber gelernt habe. Das habe ich nicht einmal die Methode gehabt, während ich studiert habe. Also das ist schon sehr, sehr fein. Eine Anmerkung dazu? Ja,
Das geht natürlich auch, keine blöde Idee. Er hat gemeint, aus einer PDF-Datei einfach den Text in eine normale .txt-Datei rein generieren lassen. Und dann kann man auch drin suchen mit normalen Linux-Hausmitteln wie grep. Ist eine sehr sympathische Methode. Hat nur den Nachteil, dass man dann halt für eine Datei mehrere Dateien braucht, damit halt die Einheit nicht verloren geht. Ja, hat Vorteile. Muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Kann er einbetten, na, was man nicht alles kann. Bitte. Also PDF-Grep hast du entdeckt, ich kenne das nicht, aber auch ein normales Grep kann in PDF-Dateien den Text meiner Erfahrung nach suchen. Nicht? Funktioniert das nicht mit einem normalen Grep? Nicht mit allen PDFs. Okay. Also wenn jemand in der Kommandozeile nach Inhalten suchen will, entweder eine separate oder eingebettete Textdatei generieren oder PDF-Grep. Ich habe bis jetzt mit der Desktop-Suchmaschine von meinem Betriebssystem Auslangen gefunden. Und dann habe ich den Vorteil, dass ich nicht nur PDFs durchsuchen kann, sondern alles. Ja, da war nur irgendwo eine Frage. Keine Frage, schon beantwortet. Bitte. Wie groß ist so ein PDF? Erstaunlich klein. Kommt natürlich immer darauf an, ist es Farb, ist es Graustufen, wie viele Seiten, wie groß sind die Bilder drin, gibt es Bilder. Also das ist sehr unterschiedlich. Das kann von ein paar reiner Text ist sehr wenig, kannst du vergessen. Also Speicherplatz, die ganzen Dokumente, was ich da habe. Irgendwann einmal habe ich mir das angetan und habe das durchsucht, diese 40.000 Seiten. Ich weiß es nicht genau, aber es waren es 2 GB, 3 GB, also nichts. Über Festplatten, Speicherplatz muss man sich keine Sorgen mehr machen. Das ist gegessen. Kein Schwein hat mehr die Ausrede, na, das tue ich mir nicht an, weil das kostet so viel Festplattenplatz. Also wenn du nicht gerade lauter Bildbände hast, Großformat und so weiter, Festplattenspeicher kostet nichts. Deswegen bitte auch investiert ein bisschen was von dem Nichts in Backup-Speicherplatz. Ja. So. Noch irgendwelche Fragen? Bitte? Ich verwende kein RAID für mein Backup. RAID ist kein Backup. Noch einmal, RAID ist kein Backup. Das sind einfach nur redundante Informationen. Kann man aus Performancegründen und aus, weiß nicht, groß genug Festplatten gegeben hat und so weiter machen. Ich persönlich habe früher einmal ein RAID 5 System gehabt. Aber das hat nur Strom gefressen und hat überhaupt nichts gebracht. Ich persönlich mag es so, ich habe eine einzelne externe fette Festplatte auf meinem Mac hängen, wo alles oben ist. Und diese fette Festplatte tue ich einmal im Monat backup mit auf einer zweiten externen Festplatte, die währenddessen woanders aufbewahre. Jetzt habe ich weniger Stromkosten, weil bei einem RAID hast du verdammt mehr Stromkosten. Und du brauchst einen fetten Rechner und Platz und laut und fürchterlich. Habe ich auch mal gehabt, war eine nette Spielerei, aber in der Praxis würde ich sagen, ist es für die meisten Heimanwender nicht sinnvoll. Noch irgendwelche Fragen? Super, dann, ja. Wie groß ist ein durchschnittliches Buch? Du meinst jetzt im PDF? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich jetzt... Im Bereich 5 bis 30 Megabyte? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, genau. Wenn Sie irgendwelche Fragen habt, die euch noch einfallen, geht es da auf dem Ding, auf den Link und fragt es mich. Und dann können das viele Leute lesen und von den euren Fragen und von meinen Antworten zehren, jahrzehntelang. So. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hat mir Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir sie nur in meinen 2 anderen Vorträgen heute. Die sind heute nicht schon online? Ich glaube, die habe ich schon hochgeladen. Okay. Aber wenn nicht, dann mache ich es auf alle Fälle. Okay, ja. Keine Sorge, das mache ich verlässlich.